Seit 3 Jahren wird in Zürich das Produktdesign und das Innovationsmanagement von Sennheiser gemacht. Wir treffen den Global Design Manager. Er und sein Team müssen probieren, Produkte zu entwickeln, die in Zukunft gut ankommen. Wir sind ein Soundunternehmen. Bei uns steht Sound im Fokus. In diesem Sinne machen wir uns viele Gedanken darüber, wie sehen Soundpräferenzen aus. Also, wie wollen die Leute in 2-3 Jahren Musik hören? Das ist relativ wichtig. Welcher Sound wird in Zukunft gefordert? Ist er eher ausgeglichen? Ist er eher bassgetrieben? Neben Sound sind auch Technologie und Trendforschung wichtig. Also welche Farben und Materialien in Frage kommen. Und je nach Produkt ist auch die Bauweise unterschiedlich. Wollen die Leute leichte Kopfhörer, wollen sie grobe Kopfhörer, wollen sie etwas damit aussagen, wollen sie eher, dass der Kopfhörer im Hintergrund ist, soll der Kopfhörer klappbar sein, dass man irgendwie gut in die Tasche verstauen kann. All das sind Parameter, die wir beachten. Mit dem Sennheiser Urbanite ist ein Produkt entstanden, das jungen Leuten nicht nur einen qualitativ guten Sound liefert, sondern auch als modisches Accessoire verstanden wird. So ist der Kopfhörer dann auch in den verschiedensten Farben und auch als XL-Version erhältlich. Beim Material und der Detailverarbeitung haben Designer probiert, das Letzte rauszuholen und nur mit hochwertigen Komponenten zu arbeiten. Um gute Produkte zu kreieren, die gut aussehen, gut funktionieren und auch verkauft werden, ist es wichtig, dass im Unternehmen interdisziplinär zusammengeschafft wird. Das ist bei Sennheiser der Fall. Ich rede nicht nur mit den Ingenieuren, ich rede auch mit den Marketingleuten. Die Marketingleute kommen auch zu mir und sagen, was sie glauben, was richtig ist. Unsere Leute, die am Schluss das Gespür haben, auf dem Markt, was braucht es? Das ist ganz wichtig, der Input für uns. Aber auch, dass wir eben nicht Luftschlösser bauen, sondern dass wir von Anfang an auch wissen, dass was wir uns ausdenken, das hat Hand und Fuß und wir können das auch produzieren. Und manchmal wird noch ein bisschen weitergedacht. So ist zum Beispiel das Kabel flach gehalten, so dass es sich nicht ineinander verheddert. Das Kabel mit der Fernbedienung ist abnehmbar, einfach zu benutzen, hat ein integriertes Mikrofon und gibt es in 2 Varianten, so dass alle Mobiltelefone und Tablets benutzt werden können. Die jungen Leute sind viel unterwegs, darum sind die Ohrmuscheln reinklappbar, so dass der Urbanite in der Tasche möglichst wenig Platz beansprucht. Ein guter und bezahlbarer Kopfhörer mit bestechender Optik und sattem Bass.